sag mal, Meister, ist das das Auto von diesem Ludenmiller oder was? Ja, sicher, du. Weißt du, der, kennst du ihn nicht? Na, Ludenmiller, der hatte die dickste... Nee, du, kenn ich nicht. Du, der hatte die dickste Hornhaut auf der Rückhand, ne, von seiner ordentlichen Schelle. Kennt ja, aber jeder. Warum ist das so dreckig? Naja, weißt du, schmutzige Frauen, schmutziger Job, schmutziges Auto. Ne, das ist halt einfach so eine Regel, das passiert. Daran erkennst du dich. Und jetzt müssen wir das sauber machen? Ja, klar, für 2,50 Mark. Gibt's da nicht? Gibt's da nicht? 3,50. Ah, das noch einen Metallreiniger? Ich hatte noch irgendwo sowas. Hast du noch so ein paar Spritzer, aber es geht schnell. Ich hatte noch so ein paar Superspritzer. Nein, nee, habe ich leider nicht mehr. Aber ich will irgendwie mit einem Spezialreiniger mal drüber spritzen. Wie gesagt, ne, das entfernt dich nur weiter von deinem Traumspritzgerät. Ja, aber guck mal hier. Ist es nicht wunderschön? Das ist Kunst. Das ist Kunst, mein Freund. Ach, mit dem dicken Sprüher hier geht der Rost easy von den Felgen. Wunderschön, wie ich hier alles wegspreckle. Richtig geil, Mann. Richtig geil. Ja, solche Investitionen kann ich mir nicht leisten, du. Läuft nicht mehr so gut mit der Firma. Ach, Meister. Jetzt mal im Ernst. Was hat er denn für ein Kennzeichen? Die steckst du doch locker weg. B2R? Was? Ludmilla. Nee, das Kennzeichen von... Butter? B2R? Wie jetzt hat das Kennzeichen Butter? Oder Butz? B2R. Du sag mal, ist das hier vorne? Sein, ne? Wie hat er es eigentlich geschafft, Kunststoff zum Rosten zu bringen? Es ist halt Ludmilla, was erwartest du da? Einer der krassesten. Er war die Nummer 1. Nee, die Nummer 62 steht hier auf seinem Auto. Er war die Nummer 1, Mr. Ludmilla. Du bist die Nummer 1, Blue. Oh, guck mal, hier oben ist richtig dick Rost. Ja, muss man nur langsam drüber spritzen, dann geht das schneller weg. Ich schlag mal dem Lutti aufs Auto. Beim Ludi. Alm-Ludi. Alm-Ludi. Alm-Ludi? Der Almludler. Der Almludler. Aber der krasseste Zuhälter in den Bergen. Es gab nur eine Prostituierte im ganzen Land. Aber die lief war die richtig Nummer eins. Gut. Er war die krasseste aller Prostituierten. Scheidi nannte man ihn. Benannt nach dem weiblichen Geschlechtsorgan. Scheidi, deine Welt sind die Stämme. Er hatte ein richtiges Jodelorgan. Er hatte einen richtigen Jodelschlamm in der Hose. Ah, es geht doch easy hier. Bremsen sauber gleich. Aber hier musst du auch wirklich jeden, also hier musst du sehr clean arbeiten, ne? Ja, das ist wenig Fläche, ist natürlich intensiveres Fitzel bearbeiten, ne? Aber siehst du hier, ping, 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 das ist, ne? Ping, 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 ping. Das geht so schnell. Das ist so easy, so schnello, Raffaello. Ach, da brauche ich nicht mal meine alten Künste anwenden. Du bist doch Meister 99. Über die großen Künste. Scheinwerfer irgendwo noch vorne wahrscheinlich. Ja. Ist hier den Spiegel noch? Außenspiegel, aber welcher? Hier, der hier. Zack. Ja, ich treffe hier nicht den richtigen Winkel irgendwie. Ey, der kriegt doch Doppelstrahl hier, der muss doch mal... Aber wo? Ja, manchmal ist von hier... Von unten wahrscheinlich. Ja, von unten. Ja. Ja, ja da muss Anderspritz. Man muss ab und zu auch einen Anderspritz machen. Hier sieht man schön, wie Ludmillas Karre hier abgespritzt wird. Oh, das ist geil, Mann. Das ist geil. Ah, ja, das gefällt dem Papa. So, jetzt was haben wir denn noch? Ein Feuerwehrwagen und ein SUV. Tatort-SUV. Da wurden nämlich Wanderweiber. Eine Wanderweiber. Verona Ferres, die Wanderhure, wurde damit überfahren. Die Nachtwanderhure. Wie weit, da geht's schon weiter hier, ey, SUV? Ey, klar. Also das Veronika wird Greta nicht Ferres mögen. Hat nämlich gewattwandert. Bei der Wattwanderung. Die Wattwanderhure. Die Wattwanderhure. Aus Norden, ey. Jo, du bist doch wieder ein ordentlicher Wattwurm, du. Oh, ich hab mir wieder Wattwurm eingefangen, du. Oh. Sicher hatte ich Wattwurm damals in den 70ern.
ordentlich einen Wattwurm vernascht heute. Hatte der einen Wattwurm, du? War gar nicht lang, aber dafür extra dünn. Was? Du ein Riemen. Die Wattwurm. Der Film. Mit Jane Mädel. Jane Mädel, das ist auch so. Madel. Aber das ist nur Schlamm, ist eher weniger Roast. Ja, ja. Der hat halt einfach nur die Bürgermeistertour gemacht oder so. Die große Bürgermeister-Schmuddeltour. Tour de Schmutt. Tour de Schmidell. Alter, unter dem Doppelstrahl bricht er aber auch direkt zusammen hier, der Schmutz, ne? Ja, ja, klar, guck mal hier, zack, Motorhaube. Also Carwash, sexy Carwash könnten wir machen. Sexy Carwash. Zack, Alter. Bikini-DLC. So, hier sieht man es auch nochmal hier im Schnelldurchlauf, wie die Wattwanderhure von vorne von der Stoßstange gekratzt wird. Ich hab ne Wattwanderhure überfahren. 3,50. Ja. 3,50. Ich bin nicht das Monster von Loch Ness. Ich brauche einfach nur Geld zum Leben. Oh, geil, hier. Geilo. Oh, aber das ist auch wieder so ein... Naja, das ist easy. Also das ist, guck mal. Ja. Guck mal, die haben auch richtig dick Rost drauf. Ja, Rosti, Schmosti. Hier, dann nimmst du hier den Strahlemann. Den Kreiselstrahler haben wir noch nicht, ne? Ne, zumindest nicht für den Spritzer. Ich bin hier das hintere kleine Rädchen, das habe ich schon mal hier. Bin sauber, ein Sattel auch, da war nämlich nur Kot dran, kein Rost. Nur Scheiße, kein Rost. Aber hier in den Knüppeln da oben. Die Handgriffe, die sehen, das sieht nicht aus, als wäre es Rost, aber braun ist es. Ja klar, da wurde eine ganze Familie mit bespaßt. Guck mal, jetzt schon hier die 89. Der ist ja, der hat keine Chance hier, der Rost. Mit dem ordentlichen Düsi. Ich Pedal habe ich auch. Der stärkste Spritzer von. Da war noch ein bisschen Wattwanderhure am Pedal geklebt. Ich sehe schon gar nichts mehr. Wo hat er? Lecker noch. Lecker. Klaus ist ein ordentlicher Schlecker, du. Easy hier. Schlecker Klaus. Da siehst du gar nicht so, wie der Rost weggeht, weil bei dem Ding. Einhornspaß, Einhornspaß. Afro-Zirkus, Afro-Zirkus. Affen-Zirkus, Affen-Zirkus. Zirkus ja, Americano. Zirkus Americano, Trapez. Feuerwagen. Trapez Americano. Ein Trapezio Americano. Oh, guck mal hier, ey. Boah, aber der ist auch schön, Ludmilla. Oh, ja, ja, der wird ordentlich geludelt heute. Schön auf dem Feuer. Wir Auto draufludeln. Ja, ich mach erstmal die grobe Kruste wieder. Ach, ich geh da nochmal. Ich muss nochmal ein bisschen spritzen. Mit so einem speziellen Metallspritz. Na, guck mal, mir einfach Spaß. Hier, wie es bling, bling, bling macht, Junge. Das kannst du ohne. Ah, aber ich spritze halt einfach gerne. Einfach gerne den Metal. Was kostet Geld? Metal-Spritz. Willst du hinterher sagen, ah, jetzt kann ich mir meinen Prime Vista CX nicht kaufen. Aber... Musst du durch. Ich mach's gratis. Und umweltfreundlich. Ja, aber guck mal hier, schmilzt so schön alles weg. Das macht irgendwie Spaß. Nee, wie gesagt. Das macht richtig Spaß. Zeittechnisch hast du da auch keinen großen Vorteil von. Nee, es ist nur ein schönes Gefühl, wie es halt so wegblubbert. Wenn hier alles ding, ding, ding macht, ne? Ja, ja, gut, weil es nicht viel ist im Endeffekt, ne? Du musst halt immer wieder trotzdem noch ein zweites Mal drüber, um den ganzen Mini-Rost wegzumachen, ja, und klar. So. Den Mini-Schmodder. Papa wird die Felge gekaut, der Film. Ja. Ab 13 Jahren. Jetzt in deinem Kino. Morgen gucke ich mir Spider-Man an. Alle sagen, es ist der beste Film aller Zeiten. Ja, deswegen will ich ihn ja auch sehen. Sven hat ihn gestern schon gesehen, hat gesagt, boah, voll geil. Aber muss geil sein, weil
Dr. Strange und Cobblepot Pumperpatch mitspielt und das. Cobblepot Cumberbatch? Ja, da gibt's so diesen Name Generator von ihm, so. Das sind die verrücktesten Namen. So, guck mal, sauber hier den Lümmel. Allein ins Kino gehe ich, das erste Mal in meinem Leben. Ich war noch nie allein im Kino. Und du gehst ganz alleine rein? Ja. Ja. Kenn ich halt keinen Schwanz mehr. Das ist so ein alle tot. Nee, aber ist halt so, ne? Die meisten Leute, mit denen ich den meisten Kontakt habe, wohnen halt super weit weg. Ja, deswegen, also ich sage immer zu den Leuten, ja, warum ziehst du dich irgendwo nach Hamburg oder so? Ist doch voll geil dort. Sag ich mal, ja, nee, für mich ist Deutschland irgendwie, also es ist für mich nicht jetzt so, dass ich sagen würde, das ist jetzt für mich was Exotisches, weil es ist halt, ich sehe keinen Sinn dahin, einfach so ewig weit von zu Hause wegzuziehen. Wenn, dann nur würde ich auswandern, so richtig Kanada, Irland, ja, Karibik, gut, ne? Wie gesagt, Insel oder sowas halt, ne? Aber sonst persönliche Peripherie. Also ich sag so ganz ehrlich, wenn jetzt meine, also wäre ich jetzt kinderlos, so, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Ne, so, aber ich lebe jetzt weiterhin hier, so, mach das halt fürs Kind, so, der Rest ist mir eigentlich egal. Und, ja, klar, es hätte schon ein oder andere Person gegeben, so, aber das ist dann wieder, die sind dann entweder ungeimpft oder, ne, so, da hast du dann schon wieder diesen ganzen Stress und so und, deswegen habe ich mir gesagt, hey, drauf geschissen. Ziehst du alleine rein in den Film? Gestern war ich bei McDonald's. Oh, ich auch. Bei der Goldenen Möwe. Und McDrive. Ich hatte einen 20, halt, ne? Ich hatte einen 20er Nuggets. Big Mac Menü. Ah, und ich bin dann halt McDrive, ne? Ja. Und da wollten die Impfausweis sehen. Da habe ich gesagt, für einen McDrive. Dann haben sie gemeint, ja, sie wollen jetzt bei uns, das ist ja für Jahren immer selbstständig, das kann ja der Betreiber entscheiden, was eben Hausrecht ist. Für Solidarität und für mehr Impfbereitschaft wollen sie jetzt auch im McDrive nur noch für Geimpfte. Also McDonald's Essen gibt's bei uns nur noch für geimpfte Menschen. Okay, das finde ich Quatsch. Also so, das finde ich. Wir machen das Quatsch. Aus Solidarität, damit mehr Leute sich halt impfen lassen. Damit ja, aber wie gut das laufen wird, würde ich jetzt in Frage stellen. War randvoll. Also McDrive ist bei uns nicht, nur halt wenn du rein willst. Weil gesetzt. Stand da so ein Typ und mit so einem Scanner und hat gesagt, Impfausweis her oder nix, du kriegst ein Big Mac. Hab ich gesagt, fahr ich zu Burger King. Ja, die haben im Moment so einen coolen, so Danish King heißt der oder so, der ist nicht schlecht. So, also so ein kleines Ding ist es nur, ne, so ein... Ja, Dansky. Wie so ein Cheese- oder Chickenburger mäßig, so ein kleinerer halt, aber der schmeckt wie so Hotdog, weißt du, so Hotdog-Soße drauf und Röstzwiebeln, der ist ganz lecker eigentlich. In der Feuerwache putzt sich aber wund an dem Feuerwehrauto. Schon ein paar Verkrustungen. Ja, gut, aber die 5-6 Minuten mehr jetzt. Wie gesagt, die Kreiseldüse bräuchten wir, glaube ich, mal. Für rostige Sachen. Wobei das auch eigentlich Quatsch ist. Ich habe mir überlegt, jetzt halt auf diesen Super Vista erstmal zu sparen. Den Malavista Super Vista. Der Malavista Super Spritzer. Ja, jetzt ist glaube ich eh nur noch so obendrauf das meiste. Vieles, ja. Hä? Achso. Irgendwo stand da oben eine Nummer oder sowas stand da oben. Eine Nummer. Ja. Irgendjemand hat da seine Nummer in den Track. Ruf mich an, starker Feuerwehrmann. Irgendwas stand da oben drauf. Hätte mich, Feuerwehrmann. Achtung. Huiuiuiui. Hast du aber eine stramme Düse. Hier kommt der Löschzug und ich schieb von hinten. Chuchu. Chuchu. Wir machen uns heute alle nass. Bist du denn eigentlich raufgekommen? Ja, vorne, frontal. Das hat mit Arbeitssicherheit hier nichts mehr zu tun, hat der Macht. Ja, Meister, das gibt's ja nicht mehr. Aber das gibt's sogar noch mehr. Aber also es gibt also eine Sache, die sich extrem entwickelt hat, ist Arbeitssicherheit. Aber nicht hier bei uns Powerwashern. Ja gut, bei den Powerwashern, das ist ja auch alles privat hier. Ne? Wir sind
lebensverachtende, todessüchtige Psychopathen. Beachten Sie das Leben, dann haben Sie eine Karriere als Powerwasher. Das denke ich mir immer bei so, habe ich schon mal gesagt, ne, bei so Dachdeckern und so, ne, wie die sich auf dem Dach bewegen, einfach so, als wäre es nichts. Ne, so, ich kann mich auf dem Dach, ich musste einmal aufs Dach gehen, wenn da so, weiß ich nicht, weil da dann irgendein Spielzeug gelandet ist, irgendein Ball oder eine Frisbee oder sonst was. Alter, ne, ich versuche möglichst flach im Liegen wie eine Schildkröte mich dann über dieses Dach zu bewegen. Mein Schwager ist Dachdecker seit, weiß ich nicht, über 20 Jahren. Der, ne, der geht auf ein Dach drauf, so als ne, so wie andere im Wald spazieren, so, ne, da habe ich mega Respekt vor. Das ist Gewöhnungssache. Ja, Gewöhnungssache. Ach, guck mal, das ist so, wenn du irgendwann anfängst mit Kettensägen zu jonglieren, ja, am Anfang hast du Angst, aber irgendwann... Am Anfang hast du Angst, aber nach 5 Mal auf der Intensivstation hast du keine Arme mehr. Es ist so, und irgendwann denkst du so, ach, Gott. So, was fehlt denn noch hier? Der Grill, oder was? Keine Ahnung. Irgendwas hier vorne war da gerade. Grill, ja. Noch mehr Grill? Nee. Nee. Wagen. Vielleicht hier die Spiegel? Die Spiegel? Nee. Da war irgendwas. Irgendwas habe ich eben gerade erwischt. Stufen. Ah, die Scheibenwischer hier noch. Ah, hier die Stufe von oben, Junge. Nebelleuchten. Schlauch. Und ein Griff. Irgendein Griff? Hier, den Griff habe ich. Wagen, stimmt, ja. Wo ist denn der Schlauch? Hier. Oh, das ist aber ein verkrusteter Schlauch, du. Das sieht ja aus wie deiner. Ja. Die Länge stimmt nicht ganz, aber schrumpelig. Dreckig. Hier vorne, das sind die Nebelleuchten, das sind die da oben. Ach so. Ja. Schön. Ja, schön. Guck mal hier. Ey, was ist schon der dritte Job? Das ist ja easy. Heute machen wir nur Nutzfahrzeuge. Rich. I'm rich, man. Ja, hier nochmal der Schnelldurchlauf. Jetzt haben wir hier noch so ein altes Wohnmobil vom alten Onkel Hotte. Alter, was ist denn heute los, ey? Onkel Hottes Kindersammel. Oh nein, Wohnmobil. Zeitüberschreitung. Lad mich neu ein. Echt? Bist du rausgekommen? Ja. Warte, Level wird geladen. Wow, hier riecht's ja voll nach Karamals, Traurigkeit und Kindertränen. und rieche ich hier wasserbasiertes Gleitgel? Wow, Onkel Hotte. Wow, Onkel Hotte und sein Wohnmobil. Was soll ich nur sagen? Wie dankbar Jenny und ich für alles sind, was du für uns getan hast. Es ist uns wirklich geholfen, auf die Beine zu kommen. Es klingt albern, aber das Haus zu reinigen, als es sonst niemand tun wollte, hat so viel bewirkt. Und was das Auto betrifft, nun, kannst du den Karamalsduft runtersprühen? Ja klar, immerhin, ja sicher. Ja sicher, aber den Karamalsduft da weg. Ja, nochmal schön mit dem Stahlreiniger drüber. Verschmilzt es. Hier riecht's nach billigem Müller-Deo. Was? Billigen Müller-Deo? Gibt's bei Müller und so gibt's immer diese Billig-Parfüms auch und so. Hier riecht's nach Bruno Banani. Bruno Banani. Der Duft von Bruno Banani stieg mir in die Nase, als ich den LKW betrat. Als ich den LKW betrat, stieg mir der Duft von zerbrochenen Träumen und Bruno Banani in die Nase. Der Detektiv Roman. Bruno Banani, Alter, das ist auch so ein Name für ein Parfum. Der glatzköpfige Schwede Bruno Banani hat seinen ganz eigenen Duft kreiert. Mit sehr viel Ambra. Ausgeschlagenes Ambra. Ambra in der Eigenproduktion hat er verwendet. Erbrochene von Kryptowahlen. Erbrochen von Kryptowahlen. Angereichert mit Bezos. Jetzt überlege ich gerade, ob ich dann den anderen nehme. Den Urban X. Und den dann mit der Tentakeldüse, weißt du? Ich hätte gern hier den neuen Superspritz. Futura 4. Ja, aber du gibst dein ganzes Geld für Reiniger aus, ständig. Ja, Quatsch. Ein bisschen blubbern mache ich hier, aber mir auch nicht. Aber mit der 10 Groschen. Mit der Kreiseldüse, mit dem Urban X geht es halt der Rost besser runter. Ja, klar. Aber ja, hier halt der Schmodderreifen. Wo ist mal Lisbeths alter Schmodderreifen? Aber Rost ist ja ganz schön viel unter dem Schlamm noch.
Ja, das ist nochmal richtig Kerbenrost ist das. Schön Ritzenrost. Feinster Ritzenrost. Da spritze ich hier gerade gut ab. Oh, die Luke habe ich gereinigt. Alte Mockridge-Klappe hier drin. Ja, drüben. Alte Mockridge-Klappe. Na, hinten sind einige Sachen ganz schön hart rostig. Ja. Besonders hier die, diese Konturen, sage ich mal, ne? Ja, ja. Drunter verbirgt sich halt dann auch nochmal Rost extra, ne? Ja. Da kommst du mit der Kreiseldüse halt einfach ein bisschen großflächiger. Das ist die komplette Unterseite. Ich will erstmal nur die Stoßstange irgendwie sauber kriegen. Stoßstange ist schon heftig jetzt hier. Heute sind auch nur Carjobs. Heute ist Carjob-Tag. Boah, die Stoßstange von unten ist auch nochmal richtig dirty. Aber hier ist an der Stoßstange nichts mehr dran. Wieso? Oder hat er hier. Da muss von unten noch gucken. Ja, ja, und, mach und ich die aber. Seitenfläche. Na, meine habe ich jetzt hier. Nichts mehr drin. Ach, da oben noch. Am Übergang. Oh, mir hier Reifen ist auch clean. Oh, hier noch das Fenster. Das Fenster, siehst du? Der alte Onkel hier, der macht sauber. So, dann gehe ich aber wieder auf den. Nee, nicht den Urban X Jungle. Wieso? Was ist hier Hochdruckreiniger? Ach da. Gehe ich wieder auf den 3000, gehe erstmal auf die gelbe Düse, 15 Grad, ne? Ich glaube, ist doch besser als die Kreiseldüse, weil er einfach Hochdruck hat, ne? Und deswegen, Er hat halt die Power, die du brauchst. Er hat die Power, die du needest. Für Jobs, die hart, schmutzig und rostig sind, haben wir jetzt den Prime Vista 3000 entwickelt. 90% mehr Vista. Und 10% mehr Prime. Fenster, guck mal, da Abenteuer steht da auf dem Auto. Die Karosserie ist halt richtig ekelhaft, ne? Weil die streckt sich so lang und überall sind kleine Flecken. Ja, ja, überall sind so kleine Rostnäschen. Naja, naja. Oma Irmgard hatte auch mal eine Rostnase. Rostschnuten. Und jetzt mach ich mal hier. Ah, hier ist noch eine Luke. Alte Mockridge-Eingriffs. Von dem ist auch nichts mehr, ne? Der ist weg. Ja, der muss jetzt erstmal ein, zwei Jahre Pause machen. Vorher kommst du da nicht mehr. Und dann wird er, denke ich mal, nur noch so den Kachelmann machen und auf Twitter aktiv bleiben oder so, um vielleicht nochmal die ein oder andere Produktplatzierung abzukassieren. Aber Aktimel kriegt der nicht mehr, du. Nee, du. Hat sich ausgeaktimelt. Ja, die aktiven Zeiten, die sind vorbei. Die aktiven Zeiten, die sind zu Ende. Oh, hier unten der Unterbodendreck ist so richtig hart rostig. Ja, ja. Wo die lang gefahren sind, will ich gar nicht wissen, du, die Bergtour.
Da klebt doch ein Kind noch drunter. Was ist das da? Ein Bube? Da ist doch ein Bube. Oh, nice. So, Auspuffhammer. Hier ist noch ein ganz schmuddeliges Fenster. Flecken. Hier noch ein Bing Bing. Bing 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 Bing. So, Junge, jetzt zeig ich dir mal hier. Jetzt Spiegel ist nochmal richtig widerlich. Spiegel, musst du schön nah ran. Richtig nah ran und dann waschen. Oh, Alter. Hier oben hat einer was draufgeschrieben. In diesem Van sind meine Kinderträume. In diesem Van wurde ich zum Mann. Der Mann-Van. Eine Frau lebte hier. Sie hat gesagt, für eine Flasche Cognac und 15 Mark macht sie mich zum Mann. Hm. Sie holte ihr gutes Gebiss aus dem Glas. Ein Jungferungsgebiss. Oh Mann. Na, hier ist auch wieder so eine richtig ekelhafte Verkrustung. Widerlich. Deswegen jetzt erstmal hier grob geschrubbt. Oh, guck mal hier, schön mit ein bisschen Blubber. Boah, das Dach ist aber schon South Philly. Das Dach ist richtig South Philly. Philly Style! Philadelphia. Es gibt ja Menschen, die mögen Philadelphia Milka. Schon mal was davon gehört? Nee. Das ist Frischkäse Philadelphia, ne? Ja. Aber mit Milka-Schokolade. Oh, weiß ich nicht. Und das ist so abartig pervers. Und ich kenne nur zwei Menschen bis jetzt, die mögen's. Mein Vater und meine Freundin. Ich denke mir immer, wie könnt ihr das essen? Das schmeckt wie, als hätte man Nutella gelöffelt. Und dann hinterher noch irgendwie ein Kilo Quark und hätte dann gekotzt. Gegorene Sahne. Es ist so hart widerlich. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ja gut, ne, Geschmack ist halt immer... Und das läuft aber, ne? Das gibt schon irgendwie 20 Jahre, das Ding so gefühlt. Also es läuft, das gibt's schon ewig. Es gibt irgendwie so eine komische, kleine, eingeschworene Gemeinde, die das frisst. Nee, weiß ich nicht. Es fällt mir auch so wahrscheinlich dann gar nicht auf. So Milka hole ich immer nur diese fetten Tafeln, Schoko und Keks oder so. Ich finde Milka eigentlich gar nicht so geil. Bin ich so der riesen Milka-Fan. Ja, wie gesagt. Es gibt ein paar Sachen, die sind ganz okay. Ich habe so diese Schoko und Keks-Dinger, da gibt es manchmal auch so Special Editions oder so. Die hole ich dann mal auch zum Probieren oder so. Ich bin eher so der Ferrero-Typ. Es ist nicht alles am Ende Unilever oder so. Na. Ich glaube schon. Geschmacksstoffe. Bremslicht. Hier fehlt noch dieses Karosserieding. Das ist irgendwie brutal. Ja, da oben, kommst du von oben an das Bremslicht irgendwie? Ist da noch was, wo man sehe von hier unten nichts mehr, aber es scheint noch schmutzig zu sein. Dieses kleine Bremslicht da. Oder beziehungsweise die drei Bremslichter oben. Ach hier, ja. 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 Karosserie, da fehlt noch was. Oh, hier ist noch ein dicker Streifen von der Seite. Ja, haben wir. So, Blinker, Fenster und... Fenster denn? Na, hier? Ja, hier ist auch noch mal ein bisschen Schmutzfenster. Das ist sauber. Hinten Blinker, vorne anscheinend nicht. Da war noch ich was. Aber auch. Windschutzscheibe. Wo denn? Blöde Windschutzscheibe, auch da. Aber welcher Blinker hier noch? Oben sind auch noch Blinker, vielleicht. Oh, ja, da oben. Ach so, da oben. Aber du musst wahrscheinlich wieder hoch. Ja. Nee, doch nicht, hab's rein. Nice.
Ja, hier sehen wir es nochmal im Schnelldurchgang. Schön alles abgespritzt, du. Geil! Ah, es war heute echt fahrzeuglastig, die vier Folge. Vier Jobs gemacht. Da hat die alte... Ja, beim nächsten Mal geht's dann hier ins alte Buschhaus. Schmanderhure. Alte Schmanderhure. Lass mich Schmander, denn sie will ja. Oh Gott, das wird übel. Das wird übel, Freunde. Ja, beim nächsten Mal gibt's dann hier das große Buschhaus mit Affendienern, die wir abspritzen müssen. Die sind ganz kot verkrustet, habe ich gehört jetzt so. Hat gemeint, es wird übel. Mann, Alter. Ja, es wird richtig ekelhaft. Ist das da vorne? Das ist doch, Moment, ist das Timmy? Ist der nackt? Warum sitzt der in der Baumkrone? Das werden wir erfahren. Beim nächsten Mal Bewertung da lassen. Auf Wiedersehen und tschüss.